Praxismensch, das Gesundheitsmagazin für Bayern. Herzlich willkommen bei Praxismensch. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für die Betroffenen lebensnotwendig ist, denn sie warten auf ein Spenderorgan. Bundesweit stehen ca. 12.000 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation. Allein in Bayern warten mehr als 1.500 Menschen auf ein Spenderorgan. Doch viele warten vergebens. Ein Unfall oder eine Krankheit. Plötzlich versagt ein lebenswichtiges Organ. Eine Transplantation ist dann oft die einzig mögliche Therapie. Nur so kann die Lebensqualität wiederhergestellt werden. Doch viele Betroffene warten vergebens. Statistisch gesehen sterben in Bayern täglich fast 3 Patienten, die auf ein Spenderorgan gehofft haben. Zu lang sind die Wartelisten, zu wenig Spender stehen zur Verfügung. Fast 1.600 Patienten warten in Bayern auf ein Organ. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, jährlich schwankt die Zahl der Transplantationen zwischen 800 und 600. Zwar eine relativ hohe Zahl, dabei darf aber nicht vergessen werden, nahezu täglich kommen neue Patienten dazu, die dringend ein Organ benötigen. Ein Spenderorgan kann Leben retten. Doch viele Menschen scheuen sich aus den unterschiedlichsten Gründen vor einer Organspende. Was bedeutet eine Organspende? Darüber spreche ich mit Herrn Professor Carsten Böger, Internist und Transplantationsmediziner am Universitätsklinikum Regensburg, und Herrn Professor Ingo Klein, Chirurg und Transplantationsmediziner am Universitätsklinikum Würzburg. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Professor Böger. Welche Patienten brauchen denn am häufigsten ein Spendeorgan? Das sind Patienten, die ein unumkehrbares Versagen lebenswichtiger Organe haben, beispielsweise Patienten, die Dialyse brauchen, weil die Nieren nicht mehr funktionieren, Patienten mit Typ-1-Diabetes, die eine neue Bauchspeicheldrüse benötigen, Patienten, die eine Leberzirrhose haben, durch verschiedene Gründe, die bräuchten eine neue Leber, Patienten mit einer schweren Herzerkrankung, wie durch schwere Herzinfarkte, brauchen ein neues Herz, oder Patienten, die eine neue Lunge brauchen, durch zum Beispiel genetische Erkrankungen wie die Mukoviszidose. Herzlichen Dank bis dahin. Organspende für die Betroffenen lebensnotwendig, für viele Menschen aber noch ein Tabuthema. Oft aus Angst, dass sie als Organspender nicht die Behandlung im Krankenhaus bekommen, die sie benötigen, scheuen sie sich vor einer Organspende. Obwohl die meisten Bundesbürger der Organspende positiv gegenüberstehen, haben nur wenige einen Organspendeausweis. Wir haben uns mit Betroffenen und einem Spender getroffen. Völlig unbeschwert spielt Hanna Olenitschak aus Reau im Landkreis Hof mit ihrem Zwillingsbruder Max, ihrem kleinen Bruder Paul und ihren Eltern. Von der schweren Operation, die sie hinter sich hat, merkt man der 14-Jährigen nichts an. Seit 1,5 Jahren lebt Hanna jetzt mit einer neuen Niere und es geht ihr gut. Ich habe es auch schon gleich nach der OP gemerkt, dass es mir halt auch besser ging. Weil es war eben so, ich konnte dann auch vor der OP nicht mehr so viel essen. Und es wurde dann auch eben besser schon im Krankenhaus. Im Dezember 2013 geht es Hanna sehr schlecht. Ihre Niere ist aufgrund ihres seltenen Gendefekts geschädigt. Medikamente helfen nicht. Nur eine Organspende kann das Mädchen retten. Vater Bernd kommt als Spender in Frage und er zögert keine Sekunde. Ein Kind überlegt man da nicht, da sagt man, okay, wenn es bei mir passt, dann spende ich, ohne Wenn und Aber. Während die Voruntersuchungen für eine Transplantation der Niere des Vaters schon laufen, geschieht ein kleines Wunder. Denn nach nur 20 Tagen auf der Warteliste für ein Spenderorgan bekommen die Olenitschaks einen Anruf aus der Uniklinik Erlangen. Ich erst so, Erlangen ruft an und das ist bestimmt nichts Gescheites. Und dann haben sie ihm gesagt, sie haben eine Niere für die Hanna, und wir konnten das erst gar nicht realisieren. Viel Zeit bleibt in einer solchen Situation nicht. Und nur wenig später, im Juni 2014, bekommt Hanna das Organ in Erlangen transplantiert. Alles läuft glatt. Das Mädchen steckt die OP gut weg. Für mich war eigentlich klar, dass ich jetzt nicht eine Niere für jemanden haben kann oder möchte und selber nicht bereit bin, sowas zu geben. Also für mich war eigentlich gleich von Anfang an klar gestanden, ich will einen Organspendeausweis, habe auch vermerkt, dass ich die Niere nicht spende, weil ich die halt immer für die Hanna noch zurückhalte. Man weiß ja nie, was kommt, und dass ich auf jeden Fall auch bereit bin, was zu geben.
Die Niere, die Hanna transplantiert worden ist, stammt von einem verstorbenen 50-jährigen Organspender aus Bayern. Je mehr das Spenden oder sich zur Spende bereit erklären, desto besser ist es. Dann werden die Wartezeiten auch kürzer. Und wenn man helfen kann, ich meine, was will ich nach meinem Tod? Brauche ich die Nieren nicht mehr oder überhaupt die Organe? Auch der Vater ist mittlerweile Organspender. Die ganze Familie ist Hannas Retter unendlich dankbar. Ja, das fühlt sich eben gut an, weil man weiß ja auch, dass er, dass er halt eben, wenn er mal stirbt, jemandem helfen wollte und halt seine Organe spenden wollte. Und es ist, ja, finde ich gut. Alle 14 Tage muss Hanna Olinicak zur Untersuchung wegen ihrer Spenderniere. Es besteht die Gefahr, dass der Körper das Organ doch noch abstößt. Doch für den Moment geht es der 14-Jährigen gut. Organspende, für viele Betroffene ein schwieriges Thema. Sie haben einfach Angst, sind verunsichert. Herr Professor Klein, wir haben es gehört, viele Menschen haben Angst, dass sie als Organspender im Krankenhaus nicht so behandelt werden, wie es medizinisch notwendig ist. Können Sie ihnen die Angst nehmen? Also ich denke schon, es ist ja in der Regel so, dass wenn jemand mit einem akuten Notfall ins Krankenhaus kommt, das Thema Organspende überhaupt nicht im Vordergrund steht. Da geht es ja darum und liegt auch im Berufsethos der dann behandelnden Ärzte sicherlich alles Mögliche für diesen erkrankten Menschen zu tun, damit er aus dieser Situation wieder rauskommt. Und in der Regel wissen wir auch gar nicht, ob jemand Organspender ist oder nicht zu diesem Zeitpunkt. Also das Wichtige ist sicherlich, wenn jemand mit einer Erkrankung kommt, wer diese Erkrankung behandelt, wenn die Erkrankung zum Tode oder im Einzelfall zum Hirntod führen sollte, dann ist die Organspende irgendwas, was ganz am Ende dieses Prozesses vielleicht kommt, aber spielt für die Behandlung am Anfang sicherlich überhaupt keine Rolle. Mhm. Herr Professor Böger, wenn ich mich jetzt entschieden habe, einer Organspende zuzustimmen, gibt es Vorerkrankungen, oder die eine Organspende ausschließen oder vielleicht auch eine Altersgrenze? Das kann man relativ schwierig so pauschal sagen, weil für jeden Empfänger gibt es andere Prioritäten. Ein Dialysepatient kann länger warten auf ein Organ, weil er ein Organersatzverfahren zur Verfügung hat, während Patienten, die auf eine Leber, ein Herz, eine Lunge warten, die sind akut vom Sterben bedroht. Und die würden eher ein Organ annehmen, das vielleicht ein paar kritische Merkmale hat. Aber man kann vielleicht sagen, Patienten, Spender, die eine nicht kontrollierte Krebserkrankung haben, eine schwere Krebserkrankung oder eine schwere Infektionserkrankung, solche Menschen würden wir nicht an der Organspende zuführen. Eine richtige Altersgrenze ist auch schwierig zu formulieren. Wir akzeptieren nicht Nieren, die von über 75-Jährigen kommen. Und bei Leber, Herz, Lunge, da ist es so, dass die Grenzen vielleicht etwas deutlich drunter liegen. Aber auch hier gilt das biologische Alter. Da wird dann im Einzelfall immer geprüft, gerade heutzutage in Zeiten des Organmangels, neigt man schon auch dazu, auch mal eine Ausnahme nach oben hin zu machen. Also die Konstitution ist wichtig, auch das Einzelne. Ja. Wir haben es gehört, wenige Menschen in Deutschland haben einen Organspendeausweis, Herr Professor Klein. Genügt er als Rechtsgrundlage oder muss ich die Angehörigen trotzdem um ihre Zustimmung bitten? Also grundsätzlich genügt er als Rechtsgrundlage, weil es ja den Willen des dann Verstorbenen zum Ausdruck bringt. Und damit natürlich werden die Angehörigen gefragt und auch informiert darüber. Aber grundsätzlich reicht der Organspendeausweis und es ist in der Regel auch normalerweise nicht so, dass es eine Diskrepanz zwischen den Angehörigen und dem Willen des Verstorbenen gibt, weil die Angehörigen dann meistens, wenn es einen Organspendeausweis gibt, auch wissen, dass derjenige die Organspende wollte oder sich als Organspender zur Verfügung stellen wollte und das wird in der Regel dann auch akzeptiert. Umgekehrt ist es auch so, wenn jemand in seinem Organspendeausweis sagt, er möchte nicht Organspender sein, wird es auch respektiert, auch wenn die Angehörigen sagen, naja, könnte man ja machen. Also da zählt der Wille des dann Verstorbenen, der sich entweder eben manifestierte in einem Organspendeausweis oder weil uns die Angehörigen davon berichten können. Und wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Ich sage jetzt mal im Ernstfall, jetzt kommt ein Organspender ins Krankenhaus. Wie ist dann der Ablauf? Ja, also in der Regel ist es so, oder wir wissen nicht, dass es ein Organspender ist, wenn er ins Krankenhaus kommt. Also erstmal kommt jemand mit einer sehr schweren Verletzung, das ist sehr selten, Verletzungen, aber Schlaganfall zum Beispiel oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns. Und dann läuft die Behandlung und die Diagnostik dieser Erkrankung erstmal an. Und im Rahmen dieser
Untersuchungen kristallisiert sich vielleicht raus, dass die Hirnfunktion für immer erloschen ist. Mhm. Möglicherweise auch erst im Verlauf der ersten Stunden oder Tage der Behandlung kristallisiert sich das raus. Und dann läuft in einem sehr reglementierten Vorgang die Hirntoddiagnostik ab. Die muss von zwei unabhängigen Fachärzten, von denen einer Neurologe ist, gestellt werden. Die muss wiederholt werden oder durch eine apparative Untersuchung ergänzt werden, die zweifelsfrei belegt, dass das Gehirn geschädigt ist und diese Schädigung auch irreversibel ist. Das heißt, das geht nicht mehr zurück davon. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann wird mit den Angehörigen gesprochen und dann wird in der Regel zum ersten Mal überhaupt das Thema Organspende diskutiert und gefragt, gibt es einen Organspendeausweis oder wie ist der dann Verstorbene, welche Meinung hatte der zur Organspende und würde er zustimmen wollen oder nicht. Mhm. Und das ist dann das auch, wenn es keinen Organspendeausweis gibt, was die Angehörigen entscheiden müssen, nach dem mutmaßlichen Willen des dann Verstorbenen. Also doch sehr reglementiert, wie sowas überhaupt abläuft. Muss ja auch so sein und das ist auch, das wollte ich vielleicht noch sagen, ist ganz wichtig auch, dass der Prozess der Hirntoddiagnose von zwei unabhängigen Ärzten, die auch mit dem Vorgang der Transplantation und Organentnahme überhaupt nichts zu tun haben, das ist vom Gesetz her geregelt und sicherlich auch ganz sinnvoll so, dass es so geregelt ist. Also auch da vielleicht, um Angst zu nehmen, das gibt nicht die Situation, dass jemand an der Hirntoddiagnose beteiligt ist, der hinterher mit dem Prozess der Organspende oder Transplantation zu tun hat. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit der Lebensspende. Unter welchen Bedingungen ist eine Lebensspende möglich, Herr Professor Bürger? Es gibt nur ein paar Organe, die man lebend spenden kann. Das ist einmal eine Niere, man kann einen Teil der Leber spenden und in ganz einzelnen Fällen jetzt auch einen Teil der Lunge, also eine Lunge. Aber da muss man sagen, es kommen nur ganz bestimmte Menschen in Frage und zwar, das ist auch gesetzlich geregelt. Das sind die Ehegatten oder Lebenspartner, die nahen Verwandten und dann aber auch nahe Bekannte, die der Person offenkundig nahestehen müssen. Und das wird dann auch von einer unabhängigen Kommission geprüft. Und diese Kommission ist zusammengesetzt von Ärzten, Juristen und auch Patienten, die selber mit dem Transplantationsteam nichts zu tun haben. Gibt es auch ein Risiko für den Spender? Oder? Definitiv. Das ist eine Operation, die sich ein gesunder Mensch, er muss gesund sein, um spenden zu können, sich unterziehen muss. Und wir wissen alle, dass jede Operation ein Risiko in sich birgt. Und für das Beispiel Niere weiß man jetzt auch seit Neuestem, dass selbst ein gesunder Mensch, wenn er eine Niere spendet, hat er im Vergleich zu genauso gesunden Menschen in der Bevölkerung ein leicht erhöhtes Risiko, später selber mal Dialysepatient zu werden. Das Risiko ist sehr gering, aber es ist nicht null. Herr Professor Klein, ja, Sie wollten noch was gerne? Also man muss vielleicht für die Leber auch noch sagen, das ist ein großer Eingriff, der in sehr vereinzelten Fällen aber doch auch schon zum Tode geführt hat. Und das ist natürlich was, was wir sehr genau auch prüfen, wie der Herr Bürger schon gesagt hat. Die Spender müssen kerngesund sein, werden sehr genau untersucht. Das ist ein langer Prozess auch. Das Ethikkomitee stellt sicher, dass es eine ganz freiwillige Entscheidung ist und dass derjenige auch sich darüber im Klaren ist, was er da tut. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ein sehr langer Prozess und kann dann leider eben auch, also für die Leber, das ist ein etwas größerer Eingriff, auch nur in Einzelfällen durchgeführt werden. Bei der Niere nimmt es einen mehr und mehr größeren Teil ein, aber bei der Leber ist es Einzelfällen ungefähr 10% aller Transplantationen nur vorbehalten. Wo kann ich mich denn jetzt über Organspende informieren? Gibt es eine Info-Hotline oder mache ich das bei meinem Hausarzt oder wo kann ich mich da informieren? Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat viele Informationsbroschüren. Da gibt es auch eine Informations-Hotline, die mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation in Zusammenarbeit gemacht wird. Da kann man sicherlich Informationen bekommen, aber auch die Hausärzte, Krankenhäuser und Transplantationszentren sind sicherlich Ansprechpartner, die gerne Auskunft geben. Herzlichen Dank an meine beiden Studiogäste für diese interessanten Informationen. Sterben gehört zum Leben. Ein Satz, der einfach klingt, doch schwer zu akzeptieren ist. Ein Abschied in Würde, möglichst im häuslichen Umfeld, das wünscht sich wohl jeder von uns. Hospiz und Palliativversorgung, unser nächstes Thema bei Praxis Mensch. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinschauen. Alles Gute für Ihre Gesundheit.